Wenn wir darüber sprechen, warum es Anreize geben kann, an Open Source Projekten mitzumachen, dann müssen wir auch ein bisschen was über die Organisationsform von Open Source Projekten sagen. Grundsätzlich ist es günstig, wenn Open Source Produkte oder Projekte einerseits durch Modularität, also Baustein-Struktur, und andererseits eine unterhaltsame Herausforderungen gekennzeichnet sind. Ne? Also es muss immer auch eine Herausforderung bleiben. Ein erfolgreiches Open Source Projekt braucht außerdem einen glaubwürdigen Anführer, also eine Führungsperson, eine Speerspitze sozusagen und eine Organisationsstruktur, die konsistent mit dem Open Source Gedanken ist. Gerade am Anfang eines Open Source Projekts ist Modularität entscheidend. Und wenn die verschiedenen Teilprojekte nicht unabhängig voneinander agieren können, wird die gesamte Organisation schnell nicht mehr handhabbar durch Organisationskosten. Von daher ist es nicht verwunderlich, dass so viele der ursprünglich großen Open Source Projekte Unix-basiert waren, denn Unix ist ist inhärent sehr modular angelegt. Neuere Programmiersprachen sind anscheinend tendenziell auch eher modular angelegt, sodass es aus dieser Hinsicht für die Zukunft keine Probleme geben sollte. Außerdem muss der Initiator eines Open-Source-Projektes noch eine kritische Masse an Programmcode am Anfang bereitstellen, auf der die potenzielle Community aufbauen kann. Gleichzeitig muss das Projekt aber auch durch offene Herausforderungen gekennzeichnet sein, die weitere Programmierer anziehen. Ne? Also es muss eine bestimmte Balance gegeben sein. Also es muss eine kritische Masse an Quellcode schon vorhanden sein, aber es darf nicht schon zu komplett sein, damit gute Programmierer herangezogen werden können. Warum ist es dann nicht so, dass Programmierer nur am Anfang eines Projekts zustimmen und dann, wenn die interessanten Herausforderungen gelöst sind, wieder abwandern? Naja, die fixen Kosten, die der einzelne Beitragende am Anfang aufbringt, um sich mit dem Projekt vertraut zu machen, sind versunken, sodass die Grenzkosten weiterer Beiträge gering sind. Also wir haben hier versunkene Kosten und nicht fixe Kosten. Wenn man erstmal sich mit einem Projekt vertraut gemacht hat und Arbeit reingesteckt hat, dann sind diese Kosten quasi versunken, nicht mehr, man kann sie nicht mehr einholen, sodass die weiteren Kosten, die weiteren Grenzkosten, die weiteren marginalen Kosten einer Beteiligung an dem Projekt sehr gering sind. Außerdem rechnet der individuelle Programmierer, der sich früh an einem Open-Source-Projekt beteiligt, damit, dass, wenn das Projekt erfolgreich und bekannt wird, sein früher Beitrag umso sichtbarer wird. Ein gutes Beispiel hier ist natürlich Linux, als Linus Torvalds am Anfang auf sein Projekt aufmerksam machen wollte, wies er mehrfach darauf hin, welche Komponenten noch viel kreativer Programmierarbeit bedurften, um zu einer funktionsfähigen Version zu kommen. So, und die Organisationsstruktur einer Projektleitung unterscheidet sich teilweise stark zwischen verschiedenen Projekten. Bei Linux ist ganz klar eine Person der Anführer gewesen. Bei Apache zum Beispiel gibt es ein Führungskomitee. Aber den meisten Open-Source-Projekten ist gemeinsam, dass die ursprünglichen Programmierer, die ursprünglichen Bereitsteller von Quellcode, Teil der Führung sind, die zwar im Verlauf des Projektes weniger mit der Programmierung als mit Projektmanagement zu tun hatten, deren ursprüngliche Programmierinvolvierung ihnen aber Glaubwürdigkeit verlieh, das Projekt zu managen. Ne? Also keine reinen Manager. Zwar besitzt der Initiator nicht die formale Autorität gegenüber der Community wie ein Firmengründer gegenüber seinen Mitarbeitern, trotzdem besitzt der Anführer eines erfolgreichen Open-Source-Projektes signifikante reale Autorität. Die Empfehlungen, die der Anführer gibt, werden üblicherweise vom Großteil an einem Projekt arbeitenden Programmierer angenommen. Diese Empfehlungen beinhalten die Vision des Projektes, Aufstellen und Ändern von Zwischenzielen, sogenannten Milestones in Projektmanagementsprache, die Ernennung weiterer Führungspersonen, das Vermeiden von Splitterprojekten und eine generelle Einschätzung über den Projekterfolg. Natürlich muss der Programmierer, muss die Programmierer-Community der Führung ein gewisses Maß an Vertrauen schenken, damit die Führung diese Empfehlungen durchsetzen kann. Eine ganz große Rolle hierbei spielen transparente Entscheidungsprozesse, zum Beispiel,
werden auf der Apache-Homepage alle Proposals, Kommentare und Abstimmungen über Entscheidungen öffentlich gepostet, ne, sodass hier große Transparenz herrscht. Angesichts der vielen erfolgreichen Open-Source-Projekte stellt sich für Anbieter von proprietärer, also Closed-Source-Software, die Frage, was zu tun ist. Die erste Antwort einer Softwarefirma könnte natürlich der Versuch sein, die Anreizstrukturen erfolgreicher Open-Source-Projekte intern zu replizieren. Okay. Was für Schwierigkeiten können Sie sich hierbei vorstellen? Bei proprietärer Software gibt es schon mal keinen oder nur sehr geringe Alumni-Effekte, also freie Ausbildung an Schulen oder Unis. Selbst wenn Programmierer vorher Erfahrungen mit der Software gemacht haben, hatten sie nicht die Möglichkeit, frei daran herumzubasteln, ohne intellektuelle Eigentumsrechte zu verletzen. Okay, ganz wichtiges Beispiel. Wenn Sie später bei Microsoft arbeiten möchten, ist es sehr unwahrscheinlich, dass Sie in Ihrem Studium schon in Ihrem Informatikstudium schon am MS Office Quellcode rumbasteln konnten, ne? Weil das proprietär ist. Außerdem ist die Sichtbarkeit der Performance viel geringer als bei Open Source Software. Ne? Also selbst wenn eine Firma versucht, intern eine Struktur eines Open Source Projektes nachzuahmen, ist es natürlich nach außen hin trotzdem nicht sichtbar. Und deswegen sind die Signaling-Effekte viel geringer. Selbst wenn sowas repliziert wird. Teilweise wird trotzdem versucht, die Signaling-Anreize zu duplizieren, indem die wichtigsten Programmierer einer Software genannt werden. Denken Sie zum Beispiel daran, wenn Sie ein Computerspiel, ein Videospiel zu Ende spielen, gibt es am Ende so eine Art Abspann, wo die wichtigsten Beteiligten genannt werden. Ne? Das ist nichts anderes als der Versuch, so eine Art Open-Source-Signaling-Anreize zu duplizieren. Viele Firmen scheuen sich allerdings davor, aus Angst, die besten Programmierer könnten abgeworben werden. Gleichzeitig könnte man allerdings argumentieren, dass genau diese Möglichkeit den Zugang zu einem großen Pool talentierter Programmierer bieten würde. Okay? Im Vergleich zu Open-Source-Projekten ist die Sichtbarkeit allerdings viel geringer, besonders bei kleineren Beiträgen. Was eine Firma außerdem versuchen könnte, ist, der Austausch von Quellcodes innerhalb der Firma zu fördern. Ne, dies wird interessanterweise manchmal bewusst ausgeschlossen. Bei Microsoft zum Beispiel wurde bei einer internen Evaluierung festgestellt, dass die Organisationsstruktur den Austausch von Quellcodes innerhalb der ganzen Firma nicht begünstigt. Zum Beispiel dadurch, dass verschiedene Abteilungen ziemlich autonom voneinander, ziemlich autonom sind und unabhängig voneinander agieren. Eine zweite Möglichkeit, für eine kommerzielle Firma auf die Open-Source-Bewegung zu reagieren, liegt natürlich in dem Versuch, sich in irgendeiner Weise daran zu beteiligen. Welches Kalkül steckt dahinter? Naja, zwar kann eine kommerzielle Firma nie direkt von Verbesserungen an oder durch Open-Source-Projekte profitieren, trotzdem können sie sich indirekte Gewinne ausrechnen, und zwar in Segmenten, die durch komplementäre, erfolgreiche Open-Source-Projekte gestärkt werden. Schauen wir uns jetzt mal genauer an, wie eine kommerzielle Softwarefirma mit Open-Source-Projekten interagieren könnte. Eine Strategie liegt in der sogenannten reaktionären Symbiose. Die kommerzielle Firma bietet Dienstleistungen und Produkte an, die komplementär zu existierender Open-Source-Software ist, von der Community aber nicht effizient bereitgestellt werden können. Beispiel: Red Hat bietet Support für Linux-Systeme an, die Firma Red Hat. Die Firma VA Linux hat sich auf Hardware spezialisiert, die besonders gut für Linux-Software geeignet ist. Für eine kommerzielle Firma, die eine solche Strategie verfolgt, lohnt es sich also prinzipiell, das relevante Open-Source-Projekt finanziell oder mit Manpower zu unterstützen. Allerdings kann man sich natürlich aufgrund von
Trittbrettfahrerproblemen nur in bedingtem Maß als kann dies nur in bedingtem Maß als effiziente Strategie verfolgt werden. Denn die einzelne Firma kann nur einen kleinen Teil der Investition, nämlich der Open Source Subvention, als Rendite verbuchen, weil die Benefits aus so einer Investition sehr breit gestreut sind. Eine weitere Strategie liegt im sogenannten Code Release. Unter dieser Strategie greift die kommerzielle Firma aktiver ein in die Open Source Entwicklung, und zwar gibt sie vorhandene proprietäre Quellcodes frei, setzt aber gleichzeitig Spielregeln, in unserem Kontext Institutionen, für den darauf folgenden Open Source Prozess. Die Intuition dahinter ist in etwa so, dass man die Rasierer verschenkt, um mehr Rasierklingen zu verkaufen. Ne? Der Rasierer wäre hier sowas, zum Beispiel der Quellcode, und die Rasierklingen wären Consulting-Dienstleistungen für die Software, die aus dem Quellcode generiert wird. Jetzt stellt sich die Frage, wann ist es für eine kommerzielle Firma profitabel, eine Code-Release-Strategie zu verfolgen? Wie schon gesagt, muss die erste Bedingung sein, dass die Firma einen Gewinnzuwachs in einem komplementären Segment erwartet. Eine zweite Bedingung ist, dass die Gewinne, die der Firma durch das Freigeben des Codes entgangen sind, also die Gewinne im primären Segment, kleiner sind als die zusätzlichen Gewinne im komplementären Segment. Ja, ganz klar. Die Anreize für Code Release sollten also stark sein für eine kommerzielle Firma, die so klein ist, dass sie im primären Segment nicht wettbewerbsfähig ist. Oder für eine Firma, die im primären Segment klar hinter dem Marktführer hinterherhängt und kurz davor ist, aus dem Markt verdrängt zu werden. Berühmtes Beispiel: Die Firma Netscape gibt Mozilla frei, einen Teil des Browser-Quellcodes. Allerdings wurde dieser Release zunächst nicht von der Programmierer-Community angenommen, aus zwei Gründen. Ein Grund war technischer Natur: Der Netscape-Browser war schließlich proprietäre Software und als solche nicht modular konzipiert, sodass es für Externe nur sehr schwer möglich war, an einzelnen Komponenten weiterzuarbeiten, ohne an anderen Stellen etwas ändern zu müssen. Ein weiterer Grund waren aber die falsch gesetzten Spielregeln. Netscape hatte am Anfang nur einen Teil des Quellcodes freigegeben, was von der Open Source Community als mangelndes Commitment zum Mozilla-Projekt interpretiert wurde. Netscape behielt sich außerdem vor, im Open Source Prozess entwickelte Software im Nachhinein zu proprietärer Software umzuwandeln. So, das war nur der Anfang des Projekts, ne? Inzwischen ist es ein bisschen erfolgreicher weitergelaufen, und Sie wissen sicherlich, was inzwischen aus dem Mozilla-Projekt geworden ist. Daraus ist entstanden ist inzwischen der Firefox-Browser entstanden und das relativ weit verbreitete der Thunderbird-E-Mail-Client. Dritte Strategie sind Intermediäre. Angesichts der Probleme, die wir beim Code-Release von Mozilla beobachtet haben, macht es Sinn, sich über Intermediäre Gedanken zu machen. Was könnte hier mit Intermediären gemeint sein? Tatsächlich gibt es zum Beispiel eine Plattform, Collab.net. Das ist ein Venture-Capital-Unternehmen, das genau an der organisatorischen Schnittstelle zwischen Open-Source-Projekten und kommerziellen Firmen ansetzen will. Im ökonomischen Sinn haben wir es also mit einer Art Zertifizierung zu tun. Der Intermediär nimmt Erlöse ein durch Nutzungsgebühren der Plattform und Vermittlungs- bzw. Streitschlichtungsdienstleistungen. Tatsächlich kann man in einem Principal-Agent-Modell zeigen, dass der Prinzipal durch Abgabe seiner Kontrollrechte an einen Intermediär mit intermediären Präferenzen zusätzliche Gewinne realisieren kann. Ne? Also, wenn Sie sich zurückerinnern an das Principal-Agent-Modell, hatten wir ja, gibt es ja ein Prinzipal und einen Agenten, und der Prinzipal gibt quasi die Weisung an den Agenten, kann aber nicht genau beobachten, was der macht, und deswegen möchte er durch einen Vertrag möglichst sicherstellen, dass der Agent effizient im Sinne des Prinzipals handelt. Und eine Möglichkeit aus theoretischer Sicht, dies zu erreichen, ist durch ein Intermediär. Kurze Pause, weil es gerade klingelt.